Oh mein Gott. No, please no. I'm dying. Alter. Ne. Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal draußen und ja, ich befinde mich im T-Shirt, weil irgendwie ist es mega heiß. Also ich weiß auch nicht. Mir ist so extrem warm und ich habe irgendwie sofort wieder dieses Sommerfeeling, weißt du so, Sommer 2018, war irgendwie der beste Sommer, weiß auch nicht warum. Und ja, heute wollte ich euch unbedingt mal meine Top 10 Sommerprodukte zeigen, die ich so immer im Sommer benutze. Eigentlich wollte ich einen schöneren Hintergrund nehmen, in diese Richtung, aber die Sonne kommt von da und ich dachte, ich werde nicht so krass von der Sonne geblendet, aber doch, ich werde so krass von der Sonne geblendet. Ja, ich habe mir hier so 10 Produkte rausgesucht, die ich fast nur im Sommer verwende und ich werde da jetzt irgendwie eine Reihenfolge geben, die Sinn macht. Ja, starten wir mit Produkt Nummer 1 und das ist Trockenshampoo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber sobald es wärmer wird, schwitzt man mehr. Und das bezieht sich auch auf meine Kopfhaut. Und ja, dann schwitze ich halt mehr. Und ich habe fast nie Bock, jeden Tag meine Haare zu waschen. Dann wasche ich zum Beispiel Montag meine Haare und Dienstag benutze ich Trockenshampoo. Aber das mache ich nur im Sommer so. Im Winter wasche ich mir alle 3 Tage meine Haare so ungefähr. Und im Sommer halt jeden zweiten Tag und benutze dann dazwischen dieses Frotti Trockenshampoo. Ich habe auch noch anderes, aber das ist irgendwie so mein Lieblings. Das riecht auch nicht so krass nach irgendwas und das klappt halt wirklich gut. Das zweite Produkt, das hat auch etwas mit Haaren zu tun. Und zwar ist das dieses Salzspray. Das kann man sich auf die Haare sprühen und dann sehen die so wellig aus, so ein bisschen strähnig auch. Und das finde ich halt im Sommer eigentlich voll schön, wenn die Haare so aussehen. Im Winter nicht, aber im Sommer. Also wie halt, wenn du vom Meer kommst. So ist, ist halt ein Salzspray. Das dritte Produkt, was ich immer benutze im Sommer, ist Gesichtswasser. Das ist Anti-Pickelwasser, weil am meisten Pickel bekomme ich, wenn es warm ist. Keine Ahnung, woran es liegt, aber das ist halt so. Das vierte Produkt ist so ziemlich das Wichtigste für mich. Und zwar ist das so Insektenschutz-Pumpspray gegen Zecken. Das hält bis zu 4 Stunden gegen Zecken fern und bis zu 8 Stunden gegen Mücken. Und das ist halt so in einer Sprühflasche. Wartet, ich bin überbelichtet. Ja, ich finde, das ist auch noch ein halbwegs gut riechendes Insektenspray, weil wenn ihr diese kennt, also gerade ich kenne die vom Stall, die riechen dann nach Knoblauch und so. Und das halt echt nicht, das ist von Rossmann, das Zikito Tropical. Das fünfte Produkt, das ist auf jeden Fall Sonnencreme, weil ich bin eine Person, die wird nicht braun. Und sobald ich zu viel Sonne abkriege, werde ich rot, aber nicht braun. Also ich werde schon so ein bisschen braun, aber hauptsächlich kriege ich dann Sonnenbrand. Das sechste Produkt, das ist auf jeden Fall dieses Duschgel. Ich weiß auch nicht, das benutze ich nur im Sommer, weil im Winter benutze ich irgendwie immer Bilou. Und im Sommer immer dieses von Balea, von DM. Und das hat halt so eine geile Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Das ist so ein fruchtiges Rot und das riecht halt nach Melone. Das siebte Produkt ist dieses Duschspray, dieses Body Spray. Das muss nicht unbedingt von Bilou sein, aber ich finde halt, dass man im Sommer Body Spray benutzen sollte. Gerade weil man auch viel schwitzt und dann halt nicht so, oh mein Gott, nicht so gut riecht, würde ich auf jeden Fall Body Spray benutzen. Das achte Produkt ist diese Mascara.
Die ist relativ klein und die ist von Essence. Die gibt es bei DM, ich glaube aber auch bei Rossmann. Die hat halt so eine Bürste, wenn ihr es sehen könnt. Fokus. Ich versuche gerade zu fokussieren. Ja. Meine ist fast aufgebraucht, die ist aber immer noch vom letzten Sommer. Also diese eine Tube hat so lange gehalten. Und die ist halt waterproof und eine Multi-Effekt-Mascara. Für die Mädchen, die wissen, glaube ich, was das ist. Und die ist die einzige, also ich schminke mich fast nie so extrem im Sommer. Höchstens mal ein Eyeliner oder mal einen geilen Lippenstift, aber eigentlich nur immer Mascara. Und auch kein Make-up, weil das eh alles wieder verschwimmt. Und auch dieses Make-up, was angeblich waterproof sein soll, das hilft nie. Aber diese Mascara, die ist wirklich waterproof. Mit der bin ich auch schon schwimmen gegangen. Also nicht mit der Tube, aber auf den Augen. Und das sah danach noch ganz okay aus. Also bei den meisten Mascaren, die waterproof sind, die sind eigentlich gar nicht waterproof. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich hatte so viele waterproof-Mascaras, die einfach abgegangen sind. Sobald ich geschwitzt habe oder irgendwas anderes. Die sind abgegangen und die hier nicht. Dann das neunte Produkt, was ich immer im Sommer benutze, das ist Body Lotion. Und zwar aus dem Grund, dass meine Haut so extrem trocken ist im Sommer. Also ich kann euch das mal zeigen, wenn man es sehen kann. Dieser Ellbogen, das ist schon wieder der Anfang von Sommerhaut, nenne ich es quasi. Ich habe irgendwie immer so eine Sommerhaut, dass meine Ellenbogen so eine trockene Haut kriegen und meine Knie, halt die Gelenke quasi, ob man es so verallgemeinern kann, weiß ich nicht. Und deswegen benutze ich im Sommer immer Bodylotion. Die sicher habe ich schon vor lange, die habe ich mir von einer Schulfreundin geschenkt bekommen, glaube ich beim Wichteln oder so, oder einfach als Weihnachtsgeschenk. Und die ist halt von Bettina Barty, mag ich eigentlich generell voll gerne. Und es hat ein Einhorn drauf und sie ist not tested on animals und vegan. Also das ist meine Lieblingsbodylotion. Oder diese von BB, diese ganz stinknormale. Nivea, BB oder diese hier benutze ich immer im Sommer. Dann das letzte Produkt, das echt wichtig ist. Gerade im Übergang von Winter auf Frühling, Sommer ist quasi so, das ist wirklich mein Lieblingsprodukt. Das ist hier dieser Balea Cherry Dream Lippenbalsam. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier auch wieder so trockene Lippen und ja, das hier ist jetzt von was anderem, aber das ist halt gerade gut für sowas, wenn ihr trockene Lippen habt und das ist halt mein Lieblingslippenbalsam, weil ja, ich habe heute irgendwie generell mega gute Laune und vor allem Drehlaune und ja, ich drehe heute noch zwei, drei andere Videos und ja. Morgen drehe ich dann auch noch Videos. Also ich bin momentan in absoluter Drehlaune, weil das Wetter auch vor allem so gut ist und es vor allem wieder warm wird. Ich meine, ich kann jetzt schon wieder ein kurzärmeliges, bauchfreies T-Shirt tragen. Also wenn das nicht mal krass ist. Ja, ich freue mich auf den Sommer. Deswegen musste ich dieses Video drehen. Ich weiß, zwischen Winter und Sommer kommt auch noch Frühling. Aber ich bin wieder in Sommerlaune und ja, deswegen dieses Video. Wahrscheinlich wird das erste von diesen Videos, die ich heute und morgen drehe, sein, was hochgeladen wird, aber das werdet ihr ja sehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch Feedback in den Kommentaren. Und falls ihr es noch nicht getan habt, gerne abonnieren, das ist nämlich kostenlos. Bis zum nächsten Mal, tschüss!